Herzlich willkommen aus dem Untergeschoss des Museum Ludwig, der Abteilung der zeitgenössischen Kunst. Anfang der 80er Jahre tauchte der Kölner Künstler Martin Kippenberger hier in der Kölner Kunstszene auf. Martin Kippenberger wurde 1953 in Dortmund geboren, wuchs in Essen auf, studierte Kunst in Hamburg und lebte und arbeitete dann als Künstler einige Jahre in Berlin. Die Kunstszene in den 80er Jahren in Köln erlebte zu der Zeit eine richtige Aufbruchsstimmung. Die Galerieszene in Köln wurde verglichen mit der in New York. 1984 etablierte sich die Kölner Kunstmesse Art Cologne. 1986 wurde hier das Museum Ludwig eingeweiht und viele Künstler strömten nach Köln. Kunstgruppen wie zum Beispiel die Mülheimer Freiheit oder die Gruppe um den Galeristen Max Hetzler, auch die Hetzler Boys genannt, zu denen auch Martin Kippenberger gehörte, mischten hier das Nachtleben in Köln auf. Und das Enfant terrible der Szene war Martin Kippenberger. Ich stehe hier vor dem Bild Sympathische Kommunistin aus dem Jahre 1983. Ja, 1983, ein Zeitalter noch unter dem Stern praktisch des Kalten Krieges. Die Welt wurde eingeteilt in Ost und West und in manchen Köpfen wahrscheinlich auch in Gut und Böse. Deutschland war noch geteilt. Was macht Martin Kippenberger hier bei der Sympathischen Kommunistin? Er nimmt eine Vorlage aus der Zeitschrift, aus der DDR-Zeitschrift Neue Berliner Zeitung und vergrößert dieses Porträt dieser jungen Frau in ein Plakatformat. Sie trägt eine Budjanovka mit einem roten Stern in der Mitte. Das war eine typische Kopfbedeckung der russischen Revolutionäre. Plakatformat, das passt auch gut zu dem Kunststil, der damals in der Sowjetunion angesagt war. Der sozialistische Realismus. Meistens wurde er aber für Propagandazwecke missbraucht. Aber wo finden wir noch diese vergrößerten Porträts? Genau. Pop Art. Wir denken an Andy Warhol und seine vergrößerten Marilyns. Also, Martin Kippenberger provoziert hier auf zwei Ebenen, eigentlich bringt Sachen zusammen, die gar nicht zusammengehören. Der Stil des Ostens, der sozialistische Realismus mit der westlichen Pop Art. Aber es ist auch eine Provokation in Richtung Gesellschaft, was in unseren Köpfen halt passiert. Aber Martin Kippenberger wollte eigentlich nie wirklich politisch agieren. Er wollte provozieren, er wollte aufmerksam machen, er wollte der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten. Und das sehen wir auch ganz gut hier in diesem Gemälde, weil er malt doch recht nachlässig, diese junge Frau. Wir sehen dicke Pinselstriche und vor allen Dingen diesen Harz, den er manchmal von oben, manchmal von unten über die Leinwand schüttet. In den 70er, 80er Jahren wurden solche Gemälde, die bewusst nachlässig gemalt worden sind, gerne Bad Paintings genannt. Aber dieser ironische Verweis hier auf in Richtung Politik oder die Provokation ging wahrscheinlich auch ein bisschen in Richtung seiner Künstlerfreunde, die nämlich sehr ernsthaft sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hatten. Jörg Immendorf, Anselm Kiefer, die auch die Thematik des geteilten Deutschlands in ihren Werken bearbeiteten und das sogar mit sehr viel Erfolg. Weil Erfolg hatte Martin Kippenberger leider nicht zu Lebzeiten. Aber das lag wahrscheinlich auch zum großen Teil an ihm selbst. Denn sein aufgeblähtes Ego versperrte doch sehr oft den Blick auf seine Kunst. Nach seinem Tod 1997, er starb schon mit 44 Jahren an einem Leberleiden, erfuhr seine Kunst eine ganz neue Wertschätzung. Es kam 2013 nach Köln, hier in das Museum Ludwig, über den Hotelier Dr. Peters, dem gehörte das Hotel Chelsea hier in Köln. In diesem Hotel übernachtete Martin Kippenberger gerne und oft und bezahlte dann mit Kunstwerken, unter anderem auch mit der Sympathischen Kommunistin. Ich hoffe, ich habe Ihr Interesse geweckt und ich würde mich freuen, wenn Sie
wenn die Museen wieder offen sind, auch hier das Untergeschoss des Museum Ludwigs besuchen, das jetzt mit einer Neuhängung sehr viele interessante Aspekte der zeitgenössischen Kunst darstellt. Vielen Dank und eine gute Zeit.